Hallöchen und willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung. Heute befinden wir uns auf der Mikro Jasenica oder wie man die ausspricht. Ja, genau. Die ist von Polen. Ja, VDA ist nicht angepasst, finde ich schade. Ein paar Fahrzeuge haben wir am Anfang. Also ein paar kleine. Jo, würde ich mal vorschlagen. Da die BDA nicht angepasst ist, brauchen wir die eh nicht. Dann fahren wir einfach mal eine Runde. Das ist hier schon mal sehr schön, da mit dem Holz hier und mit den Spuren. Jetzt mal sehr realistisch und detailgetreu. Dann würde ich sagen, fahren wir da drüben mal raus. So. Ja, die Stromleitungen. Und dann fahren wir hier mal entlang ein Stückchen. Der Baum sieht hier sehr cool aus. Und hier schön am Hügel so oben. Das sieht echt schön aus, die Felder. Hier war ein paar kleine, ein paar größere. In welche Richtung fahren wir denn jetzt? Links, rechts, links, rechts. Ich glaube, da geht's auf keiner Seite weiter, aber fahren wir einfach mal in die Richtung. Ja, die Straße ist schön breit. Ja, da fehlen die Markierungen, aber macht ja nichts. Hier oben Strom. Wie ich gesagt habe, da geht's nicht mehr weiter. Oder doch? Nee, da geht's nicht mehr weiter. Gut. Aber das sieht sehr schön aus. Vor allem von der Weite sieht das sehr realistisch aus. Von der Nähe sieht es eher aus wie eine Wand, aber von der Weite ist es schön. Dann fahren wir mal in die andere Richtung rauf. Ich glaube, die Map ist nur ziemlich klein. Was haben wir hier so zum Abladen? Hier haben wir nur die Gaststätte. Genau. Wir haben hier ein paar Sachen in die Silos noch drin. Gut. Dann fahren wir da nochmal rein und in die andere Richtung hoch. Dann war es das auch schon mit der Map. Klein, aber fein. Finde ich meiner Meinung nach. Ist das so ne? Hoch, hoch, hoch. Ja, schön holprig hier die Felder. Nicht gerade, schön hügelig. Was sind angesehen, ein paar nicht. Sieht schön aus. Gut. Dann schauen wir uns mal die Lok an, während wir da herum schön runterschauen. Sieht ja echt cool aus. Ist zwar re relativ klein, aber wie gesagt, gefällt mir eigentlich soweit. So, also Lok. So, was haben wir da? Caustex. Animal Husbury. Was haben wir da noch? Von der Map da sind ein paar Warnings, ein paar viel Warnings drin. Errors haben wir, out of range Warnings. Ja, wie gesagt, das gehört auf jeden Fall noch angepasst, die Lok. Aber ansonsten ist das eine schöne, spielbare, kleine Map. Jo, gefällt mir gut. Wie gesagt, die Lokfehler gehören noch beseitigt. Ansonsten passt das gut. Dann sehen wir uns bei der nächsten Mod-Vorstellung. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und macht's gut, bis dahin. Tschüss.